Ja, hallo, herzlich willkommen. Diesmal habe ich ein kleines Video vorbereitet. Ja, auf Wunsch einer Kundin, die das gerne für sich als Video hätte, die aber auch gleichzeitig damit einverstanden war, oder es auch wollte, dass es auf YouTube gepostet wird. Natürlich nenne ich hier jetzt keinen Namen, sondern nur, dass es um eine Frau geht und diese Dame zwei Fragen hat. Nämlich einmal, wie geht es mit dem Ex weiter? Und zum Zweiten, wie geht es mit dem aktuellen Mann weiter? Folgendermaßen gehe ich vor. Also, ich fange jetzt erstmal an mit dem Ex. Der Ex ist bei mir im Kartenbild die Karte der Wolken. Das heißt, der liegt hier. Und ihr seht hier, der liegt im Haus des Turmes. Also, da ist dann auch wirklich eine Trennung. Was ich hier habe, ist, der Ex ist mit ihr verbunden durch die Arbeit. Ja? Und in der Arbeit hier verändert es sich immer mal wieder so in die Oberflächlichkeit und hier ins Öffentliche. Das heißt für mich, da wird ein Kontakt stattfinden, ab und an mal über die Arbeit. Aber die ganze Verbindung hier zwischen den beiden, ja, da seht ihr, die ist oberflächlich, die geht in den Verlust. Er ist sehr belastet, was so eine beständige Verbindung angeht. Ich habe also jetzt hier keinerlei Karten liegen, wo ich jetzt sagen könnte, das zeigt, dass er da eventuell wieder anbändeln will oder zurückkommen will, ja, sondern ich habe auch hier, der Ex liegt hinter ihr, ne, das, ja, letztendlich ist die Abreise ja schon passiert von der Beziehung, ja, wenn ich den jetzt spiegel, dann fällt er mir ja auf die Belastungen, dann fällt er mir auf die andere Seite, auf das kleine Glück, also es wäre auch gar nicht erstrebenswert, das nochmal anzufangen. Das heißt für mich, wenn überhaupt, haben wir hier eine Freundschaftskarte. Die liegt aber im Haus des Parks, also eher eine oberflächliche Freundschaft. Das heißt, also hier würde ich wirklich sagen, ich würde da von dem Ex nicht wirklich noch was erwarten. Vielleicht ist da mal eine oberflächliche Freundschaft jetzt wieder möglich, aber das wieder in eine Beziehung zu bekommen, sehe ich eher nicht. Ja? Dann gucken wir uns jetzt den aktuellen oder den Herzensmann an. Den habe ich jetzt hier als den Herrn. Der Herr liegt hier unten in der Geldkarte, aber eben die Fische sind bei mir auch so ein bisschen das Flirten. Das heißt für mich, da ist schon so ein Kontakt, ja. Dann habe ich den aber hier auch wieder, dass ein Treffen im Moment falsch wäre. Also ich sehe jetzt kein aktuelles Treffen. Diagonal fällt er mir auch hier auf die oberflächlichen Nachrichten. Das heißt, hier könnten hin und wieder E-Mails kommen, Nachrichten kommen. Die dürften auch wieder mehr werden. Aber ich sehe halt dieses Treffen noch nicht, weil er es eben noch als falsch empfindet. Was mir auffällt, ist, dass bei beiden Personen jetzt nicht wirklich eine Gefühlskarte liegt. Außer bei ihm hier mit den Fischen, also dieses Flirten, da habe ich hier nicht wirklich Gefühlskarten liegen. Also in diesem Falle würde ich jetzt so davon ausgehen, ihr seht ja auch, hier liegt das Herz. Das Herz liegt in den Lilien, also wenn wäre das eher was Sexuelles, aber eben auch hier falsch. Also da würde ich sagen, vor allen Dingen, dass es hier so ist, das Herz fällt hier auf die Psyche, auf die Seele von ihr. Das ist ja ihr Kartenbild und das ist blockiert. Das heißt, eine Liebe im Moment bei beiden Männern, weil ich habe ja auf beide Männer gelegt, sehe ich jetzt hier als Blockade sogar für sie. Und ich würde hier tatsächlich raten, mich von beiden Männern ein Stück weit zu lösen und tatsächlich in Richtung etwas Neues zu gehen. Jetzt liegt hier noch kein aktueller neuer Mann. Aber es geht einfach darum, auch hier diese falsche Liebe, und das bedeutet ja für mich auch, wenn da eine karmische, also der Fuchs im Kreuz, wenn das als Belastung da liegt oder als Karma liegt, dann geht es ja darum, dass man sein Herz immer wieder an den Falschen gibt. Und dann liegt hier als Hinweis das Kind, das wäre für mich die innere Kindarbeit, aber auch das Kind in der Sonne, ein kleines Selbstwertgefühl. Das heißt, die Dame sollte wirklich in ihrem Selbstwertgefühl arbeiten, damit sie tatsächlich jetzt auch eine andere, ja, ich sag mal, Kategorie Mann in ihr Leben zieht. Also Antwort auf die Frage: Mit beiden gibt es einen oberflächlichen Kontakt. Der eine, der Ex, würde nicht mehr zurückkommen, der neue flirtet ganz gerne. Aber auf lange Sicht sehe ich eben bei keinem der beiden eine Beziehung, sondern mein Rat wäre, ja, das Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl zu aktivieren und nochmal so in Richtung inneres Kind zu gucken und sich tatsächlich dann für jemand ganz anderen, ganz neuen zu öffnen. Okay, ich hoffe, das war mal so ein bisschen interessant für euch. Wenn ihr Fragen habt, wie immer gerne kommentieren, nachfragen und ja, ich wünsche euch einfach noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.